Guten Morgen, Wangerooge. So, wir starten hier jetzt zum großen Ritt nach Cuxhaven. Spannendste Etappe der Reise, nämlich viele große Fahrwasser zu kreuzen und viel Strömung in der Elbe. Also Elbeinfahrt finden, da reingehen zwischen den großen Schiffen. Das wird spannend, da freue ich mich drauf. Jetzt ist kurz vor 8, um 8 Uhr geht's los. Dann ist nämlich Hochwasser hier. Und ich bin schon seit 6 Uhr wach und habe schon allen möglichen Kram gemacht. Zum Beispiel den Radarreflektor da oben angebracht. Für die erhöhte Sichtbarkeit im Radar der großen Schiffe. Und genau, wir sind gespannt. Es ist zunächst 2 bis 3 vorhergesagt und dann 3 bis 4 und auch 4 bis 5. Je nachdem, welchem Wettermodell man Glauben schenken möchte. Wir hoffen auch, dass 3 bis 4 oder 5 ist, weil wir müssen jetzt die ersten fünf Stunden wahrscheinlich gegen den Strom, beziehungsweise der Strom setzt so von der Seite. Und das macht natürlich nur Spaß, wenn wir genügend eigene Fahrt im Schiff haben. Gucken wir einfach, was uns blüht. Um 15 Uhr müssen wir an der Elbmündung sein, an der Elbeinfahrt sozusagen, weil dann kippt der Strom in die Elbe rein und dann wird es mit 2, 3 Knoten dann in der Elbe Strom zur Sache gehen und den wollen wir natürlich nutzen. Ja, hier in der Ansteuerung ist jetzt doch noch Strom gegen an, weil ich mich ein bisschen verrechnet habe mit der Sommerzeit. Also hier ist Hochwasser erst jetzt in 40 Minuten, also um 9 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Strom gegen an und sind deswegen langsamer als erwartet. Aber naja, zumindest die anderen Stromzeiten sind offenbar richtig berechnet. Das heißt, es wird schon gehen. Guten Morgen, liebe Robben! Ja, man sieht es auf dem Video nicht so gut, aber hier gucken so Robben raus. Hallöchen! Tschüss, Wangerooge! Wir kommen jetzt Richtung Fahrwasser der Jade und Weser und hier sind bei Hochwasser jetzt gerade die ganzen großen Pötte rausgegangen. Die sind jetzt alle vor uns gerade durch sozusagen, damit wir dann gleich in Ruhe passieren können. Sieht man sehr schön hier sozusagen den Stau auf der Autobahn. So, wir betreten das Jade-Fahrwasser, sind aber auch relativ schnell durch und wie man sieht, ist auch halt kein Schiff zu sehen, also die sind alle gerade schon rausgefahren. So sie denn überhaupt in die Jade fahren. Und hier ist jetzt auch das letzte Schiff, was aus der Weser ausläuft. Das große Schiff von Maersk. Also das ist auch schon durch, das heißt, wir haben jetzt hier wenig Verkehr. Es ist jetzt total schwachwindig, also eine Windstärke. Vorhergesagt war je nach Modell zwischen 2 und 4. Aber der Wind scheint sich nicht so an die Vorhersagen zu halten. Ja, trauriges Geschaukel hier. Der Seefunk sagt eigentlich auch 3 an der Tonne irgendwo, aber bei uns kommt die 3 auf jeden Fall nicht an. Naja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen, ne? Endlich sind die 3 Windstärken da und jetzt geht's ab ohne Motor. Hier ist Cuxhaven Elbe-Traffic mit der Lagemeldung vom 28. März 13.36 Uhr. Die Sichtweiten in allen Gebieten sind gut, der Wind an der Außenelbe, Weststärke 4. Die Wasserstandsvorhersage für Cuxhaven, Niedrigwasser um 17.14 Uhr.
Ja, liebe Leute, ich würde euch ja gerne mal ein bisschen Sonne präsentieren, aber das scheint heute nichts zu werden. Dafür habe ich die Fahrwassertonne 1 des Elbfahrwassers im Angebot hier zu sehen. Das heißt, wir fahren jetzt in die Elbe rein. Wir lassen natürlich die grünen Tonnen an Backbord, obwohl man sie normalerweise an Steuerbord lassen sollte. Denn wir fahren außerhalb des Fahrwassers, um uns freizuhalten von den großen Schiffen. Aber wie man hier sehen kann, sind aktuell keine großen Schiffe zu sehen. Nur das Lotsenbootschild hier draußen rechts zu sehen und links die Lotsenversatzstation, also das Mutterschiff sozusagen. Die warten auf Arbeit, aber Arbeit ist hier erstmal nicht zu sehen. Die Verkehrslage, Elbe abwärts. Das außergewöhnlich große Fahrzeuge wie gerecht Sonderradar, Elbe Ace mit 400 Metern und 12,70 Meter in der Tiefe passiert gleich die 6, oder passiert gerade die 36. Gut, dass sie nochmal draufgeschrieben haben, um welchen Schiffstyp es sich handelt. Das hätte man sonst wirklich schwer erkennen können. So, wir segeln schön Butterfly die Elbe rauf. 4,5 Knoten durchs Wasser. Der Strom müsste so langsam anfangen dann zu kentern und mitzulaufen. Das heißt, es wird dann noch etwas schneller gleich. Nach 5 jetzt. Wir segeln immer noch hier die Elbe rauf. Wir sind jetzt gerade auf Höhe der Insel Neuwerk hier rechts im Bild. Und das läuft ganz gut und wir sind schätzungsweise 8:30, 9 dann in Cuxhaven. Also die letzten Meter nach Cuxhaven hier. Da ist sie, die Einfahrt. Draußen gehen 2 bis 3 Knoten Strom, aber wir haben sie sauber genommen. Sieht schön unsere Spur. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen schönen Platz finden. 10 vor 8 Abend. Wir sind angekommen in Cuxhaven. Ja, damit ist die Nordsee abgehakt. Ja, das Restaurant, in dem wir waren, das hat leider die Küche schon zugehabt. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch was anderes finden. Aber es ist halt Montagabend und jetzt auch schon kurz vor 9, also es wird wahrscheinlich schwierig. Aber hier ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Hier ist wahrscheinlich die Antenne, der wir den ganzen Tag zugehört haben bei Cuxhaven Elbe Traffic. Wir haben doch noch was zu essen gefunden. Das macht uns glücklich.
So. Also das Schnitzel war so zart, an so ein zartes Schnitzel kann ich mich nicht erinnern. Also großes Lob. Ja, war ein langer Tag, aber es hat uns großen Spaß gemacht, auf den Wellen zu surfen, Raumshows heute bei bestem Wind. Und damit ist die seglerische Herausforderung in dieser Reise ja auch schon hinter sich gebracht sozusagen. Als nächstes wartet der Kanal auf uns und das werden dann nochmal 2, 3 schöne Tage. Aber seglerisch war das heute wirklich das Nonplusultra sozusagen.